Ja, einen schönen guten Tag und herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play von YoWarrior. Heute mit dem zweiten Teil von Quake, entsprechend im zweiten Level, The Castle of the Damned, das Schloss der Verdammten. Und ja, genauso sieht es hier auch ein wenig aus. Ich muss einfach sagen, ich liebe dieses düstere Setting. Ich nenne ihn mal Jason mit seiner Motorsäge. Also einfach höchsten Respekt vor den Leuten, die diese High-Texture-Mods, um es mal so zu nennen, erstellen. Einfach fantastisch. Und nach wie vor auch. Ich kann es immer nur wieder betonen, wie im ersten Teil, immer noch diese morbide, düstere Grundstimmung, die man hier hat. Ja, sehr schön, auch die doppelläufige. Und ich höre es da noch irgendwo im Hintergrund raunzen. Ah, okay, da hat er sich versteckt. Ah, okay. Ja, auch hier die neuen Wassereffekte, leichte Spiegelung drin. Und die gute alte Motorsäge hört man auch von überall. Aber kommt doch mal mit einem Messer eine Schießerei, kann ich dazu nur sagen. Hoch. Genau, gleich noch ein Secret abgestaubt. Das kann auch nicht schaden. Okay, müssen wir vielleicht erstmal befrieden, bevor wir rübergehen. Ja, man sieht nicht viel. Aber das, was man sieht, ist einfach klasse. Ich hatte ja schon im ersten Video erwähnt, ist quasi eine Reminiszenz an meine Jugend. Ich bin ja nun auch nicht mehr der Jüngste. Und ja, habe hier das gute alte Quake nochmal ausgekramt in verbesserter Grafik. Und was auch den alten Durchläufen so ein bisschen entspricht, ist diese elende Suche nach den Schlüsseln. Silberner Schlüssel, den wir hier jetzt brauchen. Und auch das hat sich nicht verändert. Also sollte es auch, ist das gleiche Spiel. Aber das ist so eine Sache, die mich an den alten Shootern, so schön ich die finde, stört und was ich eigentlich in den aktuellen Shootern besser finde. Es gibt eigentlich nur die Suche nach Schaltern, nach Schlüsseln zu Türen, die wiederum zu Schaltern führen. Das war früher so und ja, ich hoffe mal, wir werden alle finden. Ja, man kann es nennen, wie man möchte. Vielleicht stupides Ballern. Aber dafür fehlen Dinge wie wieder aufladbare Gesundheit oder dass sich Gesundheit von alleine wieder auflädt. Dinge einfach, die das Gameplay meiner Meinung nach zerstören. Weil man sowieso dann nur noch hinter irgendeiner Ecke warten braucht. Warten braucht, bis sich entsprechend die Gesundheit wieder aufgefüllt hat. Und damit auch so ein bisschen die Anspannung. Ich finde, so einen guten alten Shooter wie hier Quake, den muss man mit einer kleinen oder auch mit einer großen Portion Anspannung spielen. Und auch Dinge wie Quicksaven, auch wenn sie manchmal berechtigt sind, wenn man vielleicht nur noch einen Gesundheitspunkt hat und gegen Ende des Levels sich irgendwo noch durchkämpfen muss.
da auch ein bisschen ihre Berechtigung haben. Trotzdem zerstören dann solche Dinge wie dauerndes Quicksaven und Quickloaden in Verbindung mit der automatisch wiederhergestellten Gesundheit das Gameplay. So ein Shooter, der muss düster sein, der muss schwierig sein und dazu muss auch gehören, dass man irgendwann mal, auch wenn es vielleicht gegen Ende des Levels ist, stirbt und das Ganze dann nochmal machen kann. Einfach, um auch so ein bisschen den Gegnern eine Chance zu geben. Aber das sieht doch wieder nach keiner Chance für die Gegner aus. Auch keiner hat es geschafft. Vielen Dank für das Zuschauen im zweiten Level und wir sehen uns wieder beim dritten Level. Macht's gut!